kein Schuss in den Schädel, kann Gedanken je beseitigen, die Freiheit ihnen nehmen. Aber die, die das versuchen, deine Worte so verfluchen, sind doch die, die letztendlich in ihrem eigenen Käfig leben. Keine noch so hohe Mauer, kein Schuss in den Schädel, kann Gedanken je beseitigen, die Freiheit ihnen nehmen. Aber die, die das versuchen, deine Worte so verfluchen, sind doch die, die letztendlich in ihrem eigenen Käfig leben. Du bist gläubig, aber nicht blauäugig. Hinterfragst den Sinn und sagst dir, irgendwas riecht heilig. Aufgewachsen in einem Land der Doppelmoral. Sie glauben an ihr Öl oder doch an Allah. Augen wurden dir gegeben, um mit ihnen zu sehen. Dein Gehirn zum Überlegen, dein Mund, um drüber zu reden. Mit den Händen willst du beten, aber dich nicht unterwerfen. Zweifel gab dir dein Leben voll Gefühlen deines Herzens. Suchst Gespräche mit dem Wesen und du reißt ihm deine Hand. Doch die Masse ist nicht fähig für die Reife des Verstands, den du eigenständig nutzt und nicht benutzen lässt. Doch die Dummheit der Masse auf deinem Weg unterschätzt, die nicht verstehen will, den Hass gegen dich schürt. Die dich jagt wie ein Hund, will, dass du elendig stirbst. Die dich fasst, dich ausliefert und führt dich schon in Strickbereiter. 21. Jahrhundert, willkommen im Mittelalter. Keine noch so hohe Mauer, kein Schuss in den Schädel, kann Gedanken je beseitigen, die Freiheit ihnen nehmen. Aber die, die das versuchen, deine Worte so verfluchen, sind doch die, die letztendlich in ihrem eigenen Käfig leben. Keine noch so hohe Mauer, kein Schuss in den Schädel, kann Gedanken je beseitigen, die Freiheit ihnen nehmen. Aber die, die das versuchen, deine Worte so verfluchen, sind doch die, die letztendlich in ihrem eigenen Käfig leben. Wie viele Menschen kennst du, die von nichts als Liebe träumen? Wie viele Menschen, die letztendlich wieder ins Paradies wollen? Aber wenn du sie nicht liebst, wie sie es wollen, bist du für sie der Teufel, alles fremde Fachen. Verdammt, ich dachte, das wäre typisch deutsch. Hier geht's nicht um die Ziele der Gläubigen, sondern die des Volks. Gott oder Gott, es ist egal, wovon die Führer träumen. Die Menschen bestrafen dafür, dass sie Fragen stellen. Dass andere Menschen anders denken, ist doch das Normalste von der Welt. Kann das sein, dass die Dinge anders liegen? Wie viele werden von anderen angewiesen? Wie viele sind drauf angewiesen? Wer bestimmt deine Ziele, deine Chancen, deine Alternativen? Und fühlst du dich dabei geborgen oder angewidert? Und morgen wird wieder ein anderer regieren. Es wird immer wieder passieren, dass sie deine Worte und Gedanken strangulieren. Ich kenn nur ein Wort, was all das zusammenführt, was ich jedem Menschen wünsche, halt sie dir immer vor, deine Fantasie. Keine noch so hohe Mauer, kein Schuss in den Schädel, kann Gedanken je beseitigen, die Freiheit ihnen nehmen. Aber die, die das versuchen, deine Worte so verfluchen, sind doch die, die letztendlich in ihrem eigenen Käfig leben. Keine noch so hohe Mauer, kein Schuss in den Schädel, kann Gedanken je beseitigen, die Freiheit ihnen nehmen. Aber die, die das versuchen, deine Worte so verfluchen, sind doch die, die letztendlich in ihrem eigenen Käfig leben.